Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute unterhalten wir uns über meine Top 10 Tipps, wenn ihr in die USA reisen oder auch auswandern wollt. Denn das eine oder andere ist in den USA ganz anders als bei uns in Deutschland. Viel Spaß beim Video! Nummer 1 betrifft das Thema Alkohol. Wie die meisten von euch wissen, in den USA ist Alkohol erst ab 21 erlaubt. Wundert euch bitte nicht, wenn ihr mit 40 oder 50 Jahren nach eurer ID, nach eurem Ausweis gefragt werdet. Oft ist es nämlich so, dass die Mitarbeiter tatsächlich auch angewiesen sind, die ID von jedem ihrer Kunden zu verlangen. Daher wundert euch bitte nicht, wenn ihr in dem entsprechenden Alter auch nach eurer ID gefragt werdet. Wundert euch bitte auch nicht, wenn eure Begleitung, die eigentlich gar nicht den Alkohol kauft, auch nach ihrer ID gefragt wird. Das hat folgenden Hintergrund: Die Mitarbeiter wollen sicherstellen, dass ihr nicht Alkohol für einen Minderjährigen, also jemanden unter 21, kauft. In manchen Bundesstaaten geht das Alkoholverbot so weit, dass ihr beispielsweise an einem Sonntag bis 12 Uhr mittags gar keinen Alkohol kaufen dürft. Den genauen Grund kenne ich nicht. Es war schwierig, das zu recherchieren, aber es wird vermutet, dass es einfach daran liegt, dass vormittags am Sonntag der Kirchengang ansteht und keiner sollte besoffen in der Kirche sein. Achtet bitte auch unbedingt darauf, wenn ihr Alkohol in der Öffentlichkeit trinken wollt, denn grundsätzlich ist Alkoholtrinken in der Öffentlichkeit verboten. Das sieht man in ganz vielen Hollywood-Filmen, dass dann die Obdachlosen ihre Alkoholflaschen in Papiertüten verpacken. Auch das Trinken von Alkohol an Stränden ist in den meisten Fällen nicht erlaubt. Es gibt einige Ausnahmen, aber macht euch bitte vor eurem Urlaub oder bevor ihr Alkohol an den Strand mitnehmt, schlau, ob es gestattet ist oder geduldet wird, dass Alkohol an dem jeweiligen Strand getrunken wird. Mein zweiter Tipp: Anders als in Deutschland wird das Trinkgeld in den USA anders gehandhabt. Viele der Angestellten, der Kellner, sind auf eure Trinkgelder angewiesen, haben somit gar kein Grundgehalt und verdienen sich ihr Geld tatsächlich nur über die Tipps, also über das Trinkgeld. In der Regel sagt man, 20% Trinkgeld ist Durchschnitt. Das heißt, wenn ihr mit dem Service so einigermaßen zufrieden seid, dann solltet ihr auch die 20% Trinkgeld geben. Wenn es natürlich ein außergewöhnlicher Service war, ihr super behandelt worden seid, euch wirklich jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wurde, dann könnt ihr auch 25 oder 30% Tipp geben. Das liegt an euch. Alles unter 20% bedeutet, dass ihr mit der Leistung nicht zufrieden wart. Was auch sehr negativ gesehen wird, wenn ihr als Trinkgeld irgendwelche Münzen gebt. Also bitte keine Coins, sondern immer nur das Trinkgeld in Scheinen bezahlen, sofern ihr nicht mit der Kreditkarte bezahlt. Wollt ihr in einem Restaurant mit der Kreditkarte zahlen, dann gebt ihr dem Kellner die Kreditkarte mit, er nimmt sie mit, macht euch die Rechnung fertig und auf der Rechnung habt ihr dann die Möglichkeit zu vermerken, wie viel Trinkgeld ihr geben wollt. Solltet ihr mit dem Uber unterwegs sein, dann ist ein Trinkgeld nicht unbedingt notwendig. Der Fahrer wird sich natürlich freuen, wenn er was von euch kriegt, aber es ist kein Muss. Bei Taxifahrern ist es etwas anders, da gibt man in der Regel auch einen Tipp. Tipp Nummer 3: Ohne Auto keine Chance. In den USA ist man ohne ein Auto echt aufgeschmissen, es sei denn, man ist in den Großstädten wie New York unterwegs. In New York ist natürlich ein Auto eher hinderlich, weil man da eine sehr gute Infrastruktur, was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht, hat. Aber in anderen Städten, vergesst es. Bitte holt euch unbedingt ein Leihauto, nur so seid ihr mobil. Ihr habt sonst gar keine Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es nahezu unmöglich, sich von A nach B zu bewegen. Das gilt sogar für die touristischen Städte. Was viele von euch überraschen wird, diejenigen, die das erste Mal in die USA kommen: Die Amerikaner sind friendlier than expected, also freundlicher als erwartet. Die Amerikaner gelten als sehr aufmerksam, allerdings auch sehr oberflächlich. Das sieht man vor allen Dingen an den ganz vielen Floskeln, die Amerikaner in ihrem Smalltalk mit aufnehmen. Das fängt bei der Begrüßung an mit How are you, wie geht es dir? Und ihr werdet in den Gesprächen auch sehen, dass die Amerikaner sehr, sehr viel tiefgründiger fragen als jetzt Europäer. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Amerikaner detaillierte Infos von euch haben wollen oder sehr viel herzlicher sind.
Das ist einfach eine kulturelle Sache, auf die ihr euch als Europäer erstmal einstellen müsst. Tipp Nummer 5. Krank werden in den USA. Egal ob im Urlaub oder als Auswanderer, jeder von uns kann krank werden. Bei uns in Deutschland ist es ja so, dass man relativ schnell einen Krankenwagen ruft. Also davor warne ich echt in den USA, weil das kann mitunter Tausende von Dollar kosten, wenn ihr in den Emergency Room geht, also in die Notaufnahme. Solltet ihr nicht einen absoluten medizinischen Notfall haben, dann empfehle ich euch so eine Kette wie zum Beispiel Med Express. Da kann man dorthin gehen und kommt in der Regel innerhalb von einer Stunde dran und alle kleineren Verletzungen oder Schnupfen, Fieber etc. kann dort behandelt werden und ihr werdet in der Regel weniger als 200 Dollar los. Das heißt, der Emergency Room ist wirklich für medizinische Notfälle wie Herzinfarkte, Schlaganfälle. Wenn ihr in den Emergency Room geht, garantiere ich euch, ihr seid Tausende von Dollar los, die ihr erstmal vorstrecken müsst. Im Nachhinein zahlt es dann eure Krankenversicherung. Nummer 6 wird ein bisschen ausführlicher. Verkehrsregeln in den USA. Ihr kennt es aus Deutschland, rechts vor links. Es gibt in den USA eine ganz spezielle Konstellation. Ihr kommt an eine Kreuzung und auf allen Seiten stehen Stoppschilder. Nun, wer darf als erstes fahren? Das ist relativ einfach. Derjenige, der als erstes am Stoppschild steht, darf auch als erster fahren. Dabei ist es egal, ob er geradeaus fährt, nach rechts oder nach links abbiegt. Kommen zwei Autos oder mehrere Autos gleichzeitig an, dann spricht man sich normalerweise durch Sichtzeichen ab. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, lasst einfach den anderen zuerst fahren. Ihr seid ja schließlich im Urlaub und habt es ja hoffentlich nicht eilig. Wenn vor euch ein Schulbus anhält und die Warnblinkanlage einschaltet, dann solltet ihr es tunlichst vermeiden, ihn zu überholen. Ihr müsst wirklich hinter dem Bus warten, bis die Warnblinkanlage aus ist und der Bus weiterfährt. Ihr dürft auch im Gegenverkehr am Bus nicht vorbeifahren. Wenn Polizeiautos mit Sirene an euch vorbeifahren, dann fahrt ihr bitte auf den Seitenstreifen. Ich habe mal den Fehler gemacht, ich habe tatsächlich ein Auto von hinten gehört, bin ein bisschen weiter rechts gefahren, der hat mich überholt. Der Typ vor mir fährt komplett auf dem Seitenstreifen, dachte ich, och, der parkt, und habe ihn dann hinter dem Polizeiauto überholt. Macht das bloß nicht. Gebt ihm wieder die Chance, sich einzusortieren und ihr dann hinterher. Es gibt auch die sogenannten Express Lanes auf der Autobahn. Das sind spezielle Spuren und ihr müsst immer darauf achten. Ab und zu mal steht dann auf den Schildern, dass da 2+ Personen im Auto mit drin sein müssen. Also das heißt, ihr braucht mindestens einen Beifahrer. Wenn euch da die Polizei erwischt, wird es extrem teuer. In Florida gibt es die sogenannten Express Lanes auch für den Sun Pass. Die sind auch mit einem Sun Pass dann gekennzeichnet. Das bedeutet, dass ihr nur mit einem Sunpass diese befahren dürft und es wird unter Umständen teurer werden. Das kann von einem Quarter bis zu 5-6 Dollar für die Strecke kosten, ist im Regel auch ausgewiesen. Denkt immer dran, dass Busse und LKWs mit Gefahrgut bei einem Bahnübergang immer stehen bleiben müssen und erst dann weiterfahren dürfen. Nicht, dass ihr irgendwo hinten drauf fahrt. Also ist ein Bus vor euch und ein LKW mit Gefahrgut, geht davon aus, wenn da jetzt ein Bahnübergang kommt, die werden erstmal stoppen und dann weiterfahren. Was vielen von euch auch auffallen dürfte, in manchen Bundesstaaten fahren die Motorradfahrer ohne Schutzkleidung und ohne Schutzhelm. Seid ihr Urlauber und wollt euch ein Motorrad mieten, dann achtet bitte unbedingt auf die lokalen Gesetze. In manchen Bundesstaaten ist der Helm Pflicht, in anderen wiederum nicht. Es ist eure Entscheidung. Ich würde sowieso empfehlen, immer mit Helm zu fahren. Genauso das Thema Gurtpflicht. Nicht in jedem Bundesstaat ist es verpflichtend, einen Gurt anzulegen. Schaut euch bitte die einzelnen Regelungen in den Bundesstaaten an, die ihr bereist. So, kommen wir nun zu Punkt 7 meiner Top 10. Ihr braucht für die USA eigentlich kein Visum. Wenn ihr aus Deutschland seid, Deutsche seid und sagt, ihr wollt in den USA entweder Urlaub machen oder eine kurze Geschäftsreise, dann braucht ihr in der Regel nur den ESTA-Antrag online auszufüllen. Ihr müsst damit nicht zum Konsulat und ein separates Visum beantragen. Wenn ihr natürlich etwas länger in den USA bleiben wollt, weil das ESTA gilt nur 90 Tage, dann könnt ihr ein sogenanntes B1 oder B2 Visum, also für Touristen und Geschäftsreisende, beantragen. Das ist dann auch ein richtiges Visum und gilt bis zu 180 Tagen. Viele von euch kennen es. Ich komme jetzt zu meinem Punkt 8. Man fliegt in den Urlaub und wechselt erstmal in Deutschland Geld. Das müsst ihr für die USA nicht machen. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil die Wechselkurse so schlecht sind. Ich würde euch empfehlen, reist in die USA ein und wenn ihr eine Kreditkarte habt, dann könnt ihr in den USA das Geld mit der Kreditkarte
abheben, dann habt ihr Landeswährungen auf der Hand und ganz ehrlich, in den USA wird fast alles sowieso mit Kreditkarte gezahlt. Wenn ihr eine Debitcard habt, also eine normale Bankkarte, prüft vorher, ob ihr in den USA befähigt seid, damit Geld abzuheben. Wenn nicht, lasst es doch bitte über eure Bank freischalten, weil nicht jeder von euch hat eine Kreditkarte. Mein Tipp Nummer 9. Wenn ihr einen Restaurantführer braucht, nutzt die App Yelp. Yelp ist das A und O. Da werden die Restaurants in eurer Umgebung euch angezeigt mit der entsprechenden Bewertung, mit einer genauen Beschreibung. Nutzt das, also TripAdvisor oder sowas, vergesst, also kann man gar nichts mit anfangen. Yelp, ich werde nicht von Yelp bezahlt, sage ich ganz klar, werde auch nicht gesponsert oder irgendwas. Yelp hilft mir vor allen Dingen, wenn ich in Gegenden unterwegs bin, die ich bis jetzt noch nicht kenne. Punkt 10 und der ist mir super wichtig, daran erkennt man oft die Deutschen. Ich hatte es eingangs schon gesagt, die Amerikaner stellen euch oft Fragen. Also das heißt, wenn ihr jemanden trefft, dann heißt es, how are you? What's up? What up? Oder how is it going? Das ist einfach nur eine Floskel. Das ist eine Art Begrüßung, eine Art Hallo. Man erwartet von euch nicht, dass ihr ihm gerade eure Lebensgeschichte erzählt. Ihr könnt auf diese Frage ganz einfach antworten. Einfach nur, good. Oder mit einer Gegenfrage kommen. Einfach das gleiche nochmal fragen, how are you? Kein Amerikaner wird von euch verlangen, dass ihr ihm erzählt, ja, also mir geht's ganz gut, ich habe heute Magenschmerzen, interessiert nicht. Das ist wirklich nur eine Floskel. Was ihr aber bitte nicht fragt, ist sowas wie, are you okay? Weil das ist eine etwas ernster gemeinte Frage. In dem Fall will wirklich jemand von euch wissen, ist alles in Ordnung? Stellt euch vor, ihr lauft durch die Stadt, fallt hin, dann wird keiner euch fragen, what's up, sondern die werden fragen, are you okay? Also geht es dir gut? Kann ich dir helfen? Alternativ kann es auch sein, you're alright oder einfach nur alright. In dem Fall solltet ihr auch etwas ernster antworten und nicht antworten, what's up. Wenn ihr jemanden fragen wollt, ob er ein Problem hat, also im Deutschen fragt man, hast du gerade ein Problem? Bitte nicht eins zu eins ins Englische übersetzen, also nicht, what's your problem. Das ist absolut rüpelhaft, das sagt man nicht. Da provoziert man jemanden, also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Stimmlage drauf an, aber what's your problem, egal ob es freundlich oder unfreundlich verpackt wird, es kommt immer unfreundlich rüber. Stattdessen könnt ihr fragen, what's the matter, are you okay, etc. How can I help you? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, hängt so ein bisschen auch von der Situation ab, aber bitte nicht, what's your problem. Versucht auch möglichst mit den Amerikanern nicht über Politik zu reden. Politik gehört nicht zum Smalltalk, ganz wichtig. Wenn ihr als Deutscher in den USA seid, redet mit dem Amerikaner bitte nicht über den aktuellen Präsidenten, macht ihn nicht schlecht oder lobt ihn. Ihr wisst nicht, wie derjenige tickt. Die werden in der Regel sehr, sehr freundlich sein, aber zu diesen Themen, da muss man sich schon sehr, sehr gut kennen und ein entsprechendes Vertrauen zueinander haben. Jetzt die Frage an euch, was hat euch denn das erste Mal, als ihr in den USA wart, am meisten an der US-Mentalität oder an den Spielregeln in den USA überrascht? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Ich hoffe, ihr könnt mit diesen Tipps ein bisschen was anfangen. Ich habe jetzt nicht wie die anderen YouTuber immer den Standard runtergebetet, sondern habe versucht, einfach Themen zu finden, die für mich damals auch neu und interessant waren. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Thema auch etwas anfangen. Gerne auch in den Kommentaren unten rein, wenn euch ein spezielles Thema interessiert. Und einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Danke euch vielmals. Bis bald. Ciao.